Es ist irgendwie jetzt schon ein Jahr Corona hinter uns, circa, und auch ein Jahr Wirtschaftskrise. Und es ist irgendwie der Jugend aufs Neue demonstriert worden, dass der Kapitalismus für sie nichts als Verfall und Krisen übrig hat. Wenn man sich das anschaut, die weltweite Jugendarbeitslosigkeit steht gerade bei 12,5% und die UNO schätzt, dass circa 220 Millionen Kinder, also circa eines von sieben, mehr als drei Viertel ihres Unterrichts verpasst haben. Und schon vor Corona war Suizid die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen und damit auch ein sehr starker Ausdruck für die mentale Gesundheit. Und der Lockdown und quasi auch die Pandemie, quasi der nächste Grund, um seine Zukunft zu fürchten, hat dazu sicherlich nichts Positives beigetragen. Es gab dann so eine UN Global Youth Survey, also so eine Umfrage, eine weltweite mit 12.000 Teilnehmern. Und die kam zu dem Schluss, dass 20 bis 30% der Teilnehmer wahrscheinlich von Depressionen betroffen sind. Das heißt, währenddessen Milliarden verfügbar sind, um die Profite der Kapitalisten zu sichern, wird die Jugend komplett allein gelassen. Ihre Zukunft ist den Regierenden weltweit so gut wie gar nichts wert. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass es nicht so wäre, dass ein gutes Leben der restlichen Arbeiterklasse den Regierungen mehr am Herzen liegen würde. Und Österreich ist hier absolut keine Ausnahme. Während die Summe der Corona-Hilfen, die großteils an Unternehmen ging, Größenordnungen von 60 Milliarden Euro annahmen, bekam das Bildungsministerium gerade mal zusätzliche 600 Millionen Euro und damit ein lächerliches Gesamtbudget von 10 Milliarden zur Verfügung gestellt. Mit der allgemeinen Taktik, alles, was nicht die große Wirtschaft ist, herunterzufahren, wurden auch sämtliche Bildungseinrichtungen überhastet auf Online-Modus gestellt. Hierbei rächten sich fehlende Investitionen der letzten Jahre. Zum Beispiel in Wien wurden 2019 ein Drittel der Schulsozialarbeiter abgebaut und die wären irgendwie jetzt dringend nötig gewesen, um Lehrer zu unterstützen, die mit ihren Schülern in der Krise überfordert waren. Auch Dinge wie IT-Personal, um ältere Lehrer einzuschulen oder gutes Internet an den Schulen hat gefehlt. Und Krisen haben ja bekanntlichermaßen, wenn man Marxist ist, die Angewohnheit, die grundsätzlichsten Dinge hervorzuheben, die sonst normalerweise eher unter der Oberfläche stattfinden. Und im Fall des österreichischen Bildungssystems wäre das, dass hier die schwächsten Teile gnadenlos aussortiert werden, wovon es in Österreich ein paar gibt. Man schätzt, dass circa 300.000 Kinder in Österreich stark armutsgefährdet sind. Ein Fünftel aller Kinder lebt in beengten Wohnverhältnissen. 16% aller Kinder besitzt keinen eigenen Laptop, Computer oder Tablet. Und die Folgen davon waren auch sehr schnell festzustellen. Es gaben 2/3 der Eltern in Umfragen an, Probleme zu haben, ihren Kindern zu helfen. 20% der Kinder waren während dem Lockdown gar nicht erreichbar von Lehrern. Sogar 33% bei armen Familien. Und all diese Familien müssen sich wie in einem falschen Film vorgekommen sein, als der Fassmann den Lockdown als eine Art nettes Beisammensein von Kindern und Eltern im Garten beschrieb. Eine kleine Anekdote zu dieser Frage von Laptop und Tablets. Die war ja in den Medien etwas präsent und die Regierung hat groß im März angekündigt, dass sie da jetzt ganz viele Laptops kaufen will um 5 Millionen Euro. Eher ein Witz. Davon gleich 12.000 Stück. Das ist dann sofort im Budget auf 2,5 Millionen halbiert worden. Von dieser großen Aktion sind schlussendlich 200.000 Euro ausgegeben worden für gerade mal 7.000 Laptops, was ein sehr schönes praktisches Beispiel ist, wo die Prioritäten der Regierung liegen. Und Anlass, etwas zu ändern, war aber dieses erste Feedback, was die Regierung erhalten hat, nicht. Alles, was sie in den Sommerferien getan hat, war de facto den Schulen zu sagen, dass sie sich selbst darum kümmern können, die Schulgebäude und die Klassen für den Präsenzunterricht fit zu machen. Wobei natürlich schon etwas dabei war. Teil des Plans waren 15.000 Stichprobentestungen alle 3 Wochen. Und auch hier wurde wieder die Prioritätensetzung deutlich, denn für die Sommersaison wurden 65.000 Tests für die Hotels bereitgestellt pro Woche. Obwohl es also so schlecht vorbereitet war, hat Fassmann de facto ohne Anlass versprochen, dass es keine Schulschließungen geben wird. Und es hat nicht mal 2 Monate gedauert, also bis November, um das Gegenteil zu beweisen. Und trotz all dieser Herausforderungen, die Schüler im Lockdown zu überwinden hatten, konnte man letztens im Kurier folgendes Kuriosum finden, mehr eine Art Anzeige als ein Artikel von einem gewissen Zukunft-Lehre-Österreich-Projekt,
Teil davon ist österreichische Industrieprominenz, wie der berühmt-berüchtigte KTM-Chef Stefan Pierer. Und sie schreiben, kurz- und mittelfristig seien über 18.000 Lehrstellen frei. Und ihre Analyse, aufgrund der Aufstiegsregelung in den Schulen kommen immer weniger Schulabbrecher zu uns, um eine Lehre zu beginnen. Dass im März laut AMS auf 6.600 Suchende gerade mal 5.000 sofort verfügbare Lehrstellen standen, ist dabei gekonnt vergessen worden. Das ist irgendwie ein Fünftel weniger als im Jahr davor. Und Lösungsansätze dafür, dass man mehr Leute für eine Lehre begeistern kann, wie eine höhere Lehrlingsentschädigung, kamen in der Aussendung nicht vor. Dafür aber folgender praktischer Tipp für den Herrn Fassmann. Ich zitiere, Aufstiegsklauseln für negative Schulabschlüsse wie im Covid-19-Jahr ziehen fatale Folgen für den Lehrlingsmarkt nach sich. Auch hier wird Bundesminister Fassmann ersucht, dafür zu sorgen, dass sich diese Situation nicht noch einmal wiederholt. Ganz schön krass, besonders auffällig aber, weil man der Regierung zwar sehr vieles vorwerfen kann, aber sicherlich nicht, dass sie die soziale Selektion im Bildungsbereich vernachlässigt, wie man zum Beispiel in der Studiennovelle sehen konnte, die aber auch ein Projekt oder Teil eines längerfristigen Projektes ist, weil auch schon Anfang 2020 gab es die Valorisierung der Studiengebühren, genauso wie die Abschaffung der Ausnahmeregelungen für arbeitende Studierende, was die Studienbeiträge betrifft. Genau. Aber man muss irgendwie sagen, ein zerfallendes Bildungssystem bei gleichzeitiger steigender sozialer Selektion und immer fester angezogenen Daumenschrauben, das ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, sondern es ist in vielen Ländern zu finden. Besonders die USA ist hier ein prominentes Beispiel, wo Zustände zu ganzen Streikbewegungen von Lehrern geführt haben. Und diejenigen jungen Menschen, die einigermaßen bei Sinnen, könnte man sagen, das Bildungssystem überstanden haben, die kommen halt de facto vom Regen in die Taufe. Eine kleine Anekdote dazu. Ich habe mich am Donnerstag mit einem Freund getroffen und der hat mir von seinem Mitbewohner erzählt. 5 Jahre für Master in Maschinenbau an der TU gebraucht, Notendurchschnitt 1,5. Der sucht irgendwie seit 5 Monaten der findet irgendwie seit 5 Monaten keinen Job. Aber das ist irgendwie nur eine Widerspiegelung von einem generellen Problem für die Jobaussichten der derzeitigen Generation. Da gibt es irgendwie auch eine ganze Reihe von Studien dazu. Ich fand besonders gut die Global Employment Trends for Youth 2020, die von der Internationalen Labour Association herausgegeben worden sind. Und was sind das so Key Findings? Junge Arbeiter sind weiterhin mit hohen Armutsraten, von hohen Armutsraten betroffen und zunehmend mit prekären, informellen und weniger sicheren Formen der Anstellungen konfrontiert. Lehrlingsausbildungen führen immer mehr zu Anstellungen, die dem Risiko der Automatisierung ausgesetzt sind, während junge Absolventen Probleme haben, Einstiegsjobs zu finden, die ihren Qualifikationen entsprechen. Dann, insgesamt gibt es also ein fehlendes Angebot an annehmbaren Anstellungen für junge Menschen. Wobei in dem Punkt noch einmal extra ausgeführt wird, dass es ein zunehmender Trend ist. Und zusätzlich zu dieser eigenen materiellen Unsicherheit ist halt der Zerfall der Gesellschaft, des Kapitalismus drumherum überall sichtbar. Der Regenwald im Amazonas brennt, genauso wie die Savanne in Australien, während Permafrostböden auftauen. Seit 2014 ertranken an die 20.000 Flüchtlinge im Mittelmeer, währenddessen eine Regierung nach der anderen versucht, sexistische Gesetze zu erlassen, Abtreibung zu illegalisieren, ob in der USA oder in Polen. Und dass die psychische Gesundheit der Jugend darunter leidet, ist auch nicht besonders überraschend. Wie gesagt, es wird immer wieder von Studien gezeigt, zum Beispiel von der WHO mit der Health Behavior in School-Aged Children. Da geben gerade einmal lächerliche 40% der Burschen und noch schlimmere 30% der Mädchen an, sich geistig gesund zu fühlen. Meistens wird dann immer dazu geschrieben, dass da irgendwie Social Media dran schuld ist. Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass all diese Phänomene und Probleme nicht das Produkt von, keine Ahnung, technischen Neuerungen oder einzelnen politischen und administrativen Fehlentscheidungen sind, sondern es ist halt der Ausdruck vom Kapitalismus, der sich im Niedergang befindet. Früher war es den Kapitalisten ein natürlich profitorientiertes Anliegen, dass eine qualitative Ausbildung vieler Menschen systematisch sichergestellt wird, die dann sofort ihren Platz in einer immer weiter expandierenden und immer weiter technologisierten Produktion fanden. Aber das ist halt im heutigen Stillstand absolut keine Priorität mehr.
Währenddessen der senile Kapitalismus also unfähig ist, drängende gesellschaftliche Probleme zu lösen, finden sich viele junge Menschen trotz seiner persönlichen Anstrengungen oft am Abstellgleis wieder. Und die Zuspitzung dieses Prozesses kam mit 2008. Damals wurden Staatsverschuldungen in Kauf genommen, um das marode Bankensystem zu retten. Und dem folgten in vielen Ländern dann ausführliche Austeritätsprogramme. Und wir schrieben damals, etwas später, dass die Bourgeoisie das soziale Gleichgewicht dem wirtschaftlichen Gleichgewicht opfert. Eine Perspektive, die in den darauffolgenden Jahren bestätigt wurde. Wer eine quantitative Darstellung sucht, dem kann ich ein Paper empfehlen. Measuring Social Unrest vom Internationalen Währungsfonds. Das beinhaltet einen sehr interessanten Graphen, der zeigt so den Anteil an Ländern mit größeren sozialen Unruhen. Und man sieht sehr gut, wie ab 2010 sehr ruckartig die weltweiten Kämpfe zunehmen, wobei der Startschuss der arabische Frühling ist. Aber man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit schauen. Allein in den letzten 2 Jahren haben wir mehr Bewegungen gesehen, als wir an 2 Händen abzählen könnten. Wir haben 2019 den 2. arabischen Frühling in Iran, Algerien, Tunesien, Sudan. Teilweise werden hier Diktatoren gestürzt, die seit 30 Jahren in der Macht waren. In Südamerika gibt es den Roten Oktober, wobei sicherlich hier die Highlights sind, die Vertreibung der Regierung aus der Hauptstadt Ecuadors, sowie die Bewegung in Chile, die schon mit einem Fuß quasi bei einer Rätebewegung war. In Europa klingt unter anderem der Jahresanfang, also in Europa hat man irgendwie als Jahresanfang noch immer die Gelbwesten in Frankreich, die dann am Jahresende im Dezember in einer sehr großen Streikbewegung gegen Macron und seine Pensionsreform aufgeht. 2019 ist auch das Jahr der Klimabewegung, die die Jugend auf der ganzen Welt erfasst. Und letztes Jahr, 2020, startete mit riesigen Frauenkampftagen in Mexiko, Chile und Argentinien. In Hongkong wurde am Jahresanfang noch immer für demokratische Grundrechte gegen den chinesischen Imperialismus gekämpft, wobei es in ganz Südostasien eine ganze Reihe von Bewegungen gab. In Thailand gegen den König oder in Indonesien gegen ein weiteres Austeritätspaket. Und auch 2020 gab es wieder eine beeindruckende internationale Jugendbewegung, Black Lives Matter. Und es ist ein Merkmal all dieser Bewegungen, dass eine kämpferische, radikale Jugend überall in der ersten Reihe steht. Und das liegt sicherlich auf der einen Seite daran, dass sie weniger direkten sozialen Druck ausgesetzt sind, also weniger Verantwortung gegenüber einer Familie, die man ernähren muss, oder eine Bindung an einen Arbeitsplatz. Aber vor allem, und das ist das Wichtige, sind sie halt nicht vorbelastet durch die Niederlagen der vergangenen Kämpfe. Ihre Radikalität ist ein Ausdruck davon, dass sie vom Kapitalismus nichts kennen als eine Krise nach der anderen. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt all dieser Bewegungen ist, dass halt zu unterschiedlichen Themen in kürzester Zeitspanne Millionen Menschen auf die Straße gehen. Es ist also quasi nicht ein abgetrenntes Problem, was die Jugend umtreibt, sondern sie hat ein Problem mit allen Facetten dieses Systems. Und dass oft Themen wie Rassismus oder Sexismus eine große Rolle spielen, ist der praktische Beweis dafür, wie wenig die traditionellen Spaltungsmechanismen der herrschenden Klasse in der Jugend verankert sind. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Black Lives Matter. Hier ging allein in den USA jede 10. Person auf mindestens eine der Demonstrationen. Und in Umfragen gaben teilweise an die 70% an, die Bewegung zu unterstützen. Und selbst in den Südstaaten waren bei Demonstrationen mehr als 3/4 der Teilnehmer Weiße. Ein Vergleich: der Marsch auf Washington, einer der Höhepunkte der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre, der brachte gerade mal 200.000 Menschen auf die Straße, großteils Schwarze, da es dem weißen Teil der Arbeiterklasse entweder egal war oder er, wenn dann, nur passive Unterstützung gezeigt hat. Und auch 2013, wo Black Lives Matter in Ferguson ausbrach, war die Bewegung sehr viel kleiner und großteils auf schwarze Viertel beschränkt. Diesmal aber ging die Jugend in ihrer Gesamtheit auf die Straße, weil die Jugend in ihrer Gesamtheit keinen Bock mehr auf Gewalt und Rassismus hat. Und das nicht nur in den USA, sondern weltweit. Hier können sich die Österreicher auf die Schulter klopfen, weil die Demonstration in Wien mit 50.000 Teilnehmern gehörte sicherlich zu den mitgrößten in Europa. Und insbesondere in den USA
war die Bewegung von Anfang an brutaler Gewalt des Staatsapparats ausgesetzt, der viele Verletzte und teilweise auch Tote nach sich zog, was im Übrigen gut dokumentiert ist durch die bürgerlichen Journalisten selbst, von liberal bis konservativ, die zu ihrer eigenen Überraschung oft selbst in die Schusslinie der Polizei gerieten, so nach dem Motto, hey, wir kommen doch hier irgendwie her, um zu zeigen, wie schlimm die Demonstranten sind, hört auf uns zu schießen, so dumm. Naja, neben der Polizei sah sich der Staat gezwungen, auch die Nationalgarde zu mobilisieren, und Ausgangssperren in mehr als 40 Städten wurden verhängt. Doch all diesen Repressionen trotzte die Bewegung, die eine beeindruckende Militanz an den Tag legte. Über Wochen konnte sie an unzähligen Orten riesige Menschenmassen mobilisieren. In manchen Städten wurden bewaffnete Selbstverteidigungskomitees gegründet, Stadtviertel besetzt oder auf Demos sowas organisiert, was man nur irgendwie ein Trupp von Kampfsanitätern nennen kann. So. Pflegepersonal, das quasi gezielt von der Polizei verletzte Demonstranten versorgte. Und an einem der Höhepunkte spitzte sich die Lage derartig zu, dass sich der Präsident Donald Trump gezwungen sah, in den Bunker des Weißen Hauses zu flüchten. Aber trotz aller Militanz, Größe und der weitläufigen Unterstützung weitete sich die Bewegung nicht auf die Sphäre der Produktion aus. Zwar gab es hier und da vereinzelte Streiks, wobei das Highlight sicherlich der Dockarbeiterstreik im Juni war, wo fast 40 Häfen an der ganzen Westküste für mehr als 8 Stunden lahmgelegt waren. Der Hauptgewerkschaftsbund mit seinen 12 Millionen Mitgliedern aber blieb von ein paar Symbolaktionen abgesehen, mucksmäuschenstill. Und die Hauptlast dafür tragen sicherlich nicht die Mitglieder, von denen viele wahrscheinlich selbst auf den Demonstrationen zu finden waren, sondern die Führung dieser Organisation der Demokratischen Partei nahesteht. Denn genauso wie die Demokratische Partei war sie fest entschlossen, die Proteste von der Straße in sichere parlamentarische Bahnen zu lenken, womit die Bewegung nicht auf eine höhere Ebene getragen wurde und schließlich abebbte. Und das begegnet uns immer wieder. Ich meine, ein ähnliches Phänomen konnte man vor 3 Wochen in Spanien beobachten. Hier kam es nach der Verhaftung vom Musiker Pablo Hasél in über 70 Städten zu Blockaden und es gab im ganzen Land Proteste. Dieser Hasél wurde wegen seinen Songtexten und Tweets festgenommen, die den König beleidigten und angeblich Terrorismus verherrlichen. Aber die Militanz ist hier nicht die einzige Parallele zu Black Lives Matter, sondern auch die Reaktion des Staatsapparats. Mindestens eine Demonstrantin liegt mit einem Auge weniger im Krankenhaus, da die Polizei gezielt mit den Gummigeschossen auf Kopfhöhe in die Menge feuert. Und ein weiterer junger Demonstrant erlitt einen Schädelbasisbruch, als die Polizei erst gezielt einen Demozug in eine Sackgasse drängte und dann mit Schlagstöcken stürmte. Und während die Jugend vollkommen zu Recht auf die Straße geht, um diesen offensichtlichen Angriff auf Meinungsfreiheit abzuwehren, kam es zu Gedenkmärschen für Francos Blaue Division. Also völlig unbehelligt, komplett von der Polizei in Ruhe gelassen, konnten hier Nazis auf die Straße gehen, um eine Armeeeinheit zu gedenken, die aus Freiwilligen bestanden ist und die gemeinsam mit dem Hitlerfaschismus gegen die Sowjetunion gekämpft hat. So, das war irgendwie anscheinend kein Problem. Und ein weiterer Spritzer Öl im Feuer war dann der Freispruch des Chefs der Volkspartei, der wegen Korruption vor Gericht stand und wo es auch eine erdrückende Beweislast gab. Aber man muss irgendwie sagen, wie es auch in den Wortmeldungen gestern erwähnt worden ist, die gewaltsame Reaktion des Staates ist ein Zeichen der Schwäche der spanischen herrschenden Klasse. Sie steht an der Spitze eines scheiternden Systems und verliert damit immer mehr die Unterstützung in der Bevölkerung, weswegen sie sich quasi immer mehr auf die Gewalt stützen muss, um weiterhin im Sattel zu sitzen. Damit werden die Jugendlichen jetzt in Spanien noch alleine gelassen, zumindest von der quote-unquote linken Regierung, die aus Sozialdemokratie und Podemos besteht. Vielleicht kennt jemand Podemos, das war so eine linke Hoffnung. Und wie gesagt, von der Sozialdemokratie Spaniens hat sich die Jugend wahrscheinlich eh nichts erwartet. Aber auch Podemos konnte sich nicht zu mehr durchringen, als einen lächerlichen Antrag auf Begnadigung des Rappers zu stellen, der aller Wahrscheinlichkeit sowieso abgelehnt werden wird. Es kam weder von der Gewerkschaft noch von Podemos zu einer offensiven Verurteilung dieser Polizeigewalt oder zu einem Aufruf, sich an der Demonstration zu beteiligen. Also wir sehen also hier gerade Folgendes.
In all diesen Bewegungen ist die Jugend extrem schnell, militant und radikal, trotz heldenhaft den brutalen Repressionen. Aber was aber passiert ist, dass derzeit die Proteste großteils auf nur diesen Teil der Arbeiterklasse beschränkt bleiben und sich nicht auf die gesamte Arbeiterklasse und die Produktion ausweiten. Und ich meine, man muss halt dazu sagen, es ist für die Kapitalisten absolut überhaupt nicht schmerzvoll, wenn Jugendliche nicht zur Schule oder zur Uni gehen. Was für sie wichtig ist, dass die Wirtschaft offen ist, wo die Profite gemacht werden, was man gerade sehr gut in den Corona-Zeiten sieht. Ich meine, bestes Beispiel muss man irgendwie nicht ausführen. Und der zweite Grund, warum es irgendwie wichtig ist, dass diese Ausweitung passieren würde, ist, dass halt die Produktion die Grundlage der Gesellschaft ist. Dort liegt irgendwie der Hebel zu ihrer Veränderung. Und für eine kleine Machtdemonstration der Arbeiterklasse muss man nicht weit in die Geschichte zurückschauen. Die Streikbewegung 2019 in Frankreich, die ich vorhin kurz erwähnt habe, die ist ein gutes Beispiel dafür. Obwohl der Streik de facto nur auf Transportarbeiter und Lehrer beschränkt war, machte allein die staatliche Eisenbahn Verluste von fast 1 Milliarde Euro. Hafenbetreiber erwarteten sich für den Jänner Einbußen von 50% und die Pariser Oper machte 14 Millionen Euro Verluste, während ihre Balletttänzer Gratisaufführungen für die Demonstranten und Streikenden gab. Und da ohne die Eisenbahn natürlich auch kein Rohöl transportiert wird, legten wenig später auch die Arbeiter der französischen Raffinerien ihre Arbeit nieder. Mein persönliches Highlight aber ist das Eingreifen der Elektrizitätsarbeiter, die den Strom von Villenvierteln, Polizeistationen und von einem Amazon-Logistikcenter gezielt abstellten, währenddessen sie den Strom von Armfamilien, die quasi ihre Rechnungen nicht zahlen konnten, wieder anstellten. Ein Gewerkschaftler vor Ort kommentierte das wie folgt: Dieses Jahr wird es kein Essen bei Kerzenschein für die Armen geben. Also ziemlich powerful. Und da ist mir gleich ein anderer Spruch eingefallen, der in unserer international des Öfteren vorkommt. Und zwar, kein Rad dreht sich, kein Telefon klingelt und nicht eine Glühbirne leuchtet ohne die freundliche Erlaubnis der Arbeiterklasse. Und diese Elektrizitätsarbeiter sind ein sehr plastisches Beispiel für diesen Spruch. Unglücklicherweise weigerte sich aber die Gewerkschaftsführung, die Forderung auszuweiten, um quasi vor allen Dingen halt die Arbeiter aus dem Privatbereich mit in den Kampf hineinzuziehen, beziehungsweise die Arbeit, die Kämpfe oder die Ansätze für Kämpfe, die im Privatbereich schon bestanden, quasi entschieden voranzutreiben. Und damit ging die Streikbewegung nach mehreren Wochen trotz immensen Rückhalt in der restlichen Bevölkerung der Dampf aus und sie erlitt mal eine vorläufige Niederlage. Dennoch gibt sie uns einen Eindruck von der Macht, die in den Händen der Arbeiterklasse liegt. Sie kommt daher, dass sie diejenigen sind, die dafür sorgen, dass irgendwas in der Gesellschaft rennt. Von den Monteur am Fließband, dem Verkäufer, die Büroarbeiter, die Ingenieurin, Designer, halt nichts machen die Kapitalisten, außer Geld in ihre Tasche zu stecken. Die Arbeiterklasse ist also damit nicht nur prinzipiell der Schlüssel, um den Kapitalisten Zugeständnisse abzuringen, sondern sie ist die einzige Klasse, die in der Lage ist, den Kapitalismus zu beenden, indem sie selbst die Kontrolle über die Fabrik und über die Industrie übernimmt. Und aus diesem Grund ist es eine sehr zentrale Frage herauszufinden, warum Jugendbewegungen bis jetzt daran gescheitert sind, die Arbeiterklasse in Bewegung zu setzen. Und ein wunderschönes Beispiel dafür, um der Antwort auf die Schliche zu kommen, vielleicht hängt es manchen eh schon zum Hals raus, aber kann man nichts machen, ist die Entwicklung der internationalen Klimabewegung in Österreich. Weil an sich ist die Forderung, die die Klimabewegung aufstellt, schon sehr systemkritisch. Die Energieproduktion innerhalb von 5 Jahren komplett umzustellen. So etwas geht halt nur mit der Verstaatlichung des Großteils der Industrie. Aber das Programm der Führung, was die Klimabewegung hatte, insbesondere in Österreich, ging in eine vollkommen andere Richtung. Vielleicht erinnern sich manche, offen gegen Rassismus auftreten oder die Klimafrage mit der sozialen Frage zu verbinden, wurde von dieser Führung sehr scharf abgelehnt, mit der Argumentation, man wolle doch ÖVP und FPÖ-Wähler sowie die Partei nicht verschrecken. Und was ist denn mit diesen ganzen Unternehmern, die vielleicht Leute ausbeuten, aber trotzdem was gegen den Klimawandel tun wollen? Lösungsansätze, die sehr gut dazu passen, waren im Kern Förderung für Unternehmer und passend dazu Konsumsteuern. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das einfach ein durch und durch bürgerliches Programm. Die Frage,
die gelöst werden soll, wird getrennt von der Klassenfrage behandelt, so nach dem Motto, wir sitzen doch alle im selben Boot, ähnlich wie bei Corona. Und auf die eine oder andere Weise muss am Ende die Masse für die Krise zahlen. Und dieses Programm war schon mal sehr ausschlaggebend dafür, dass die Klimabewegung so sehr von der Arbeiterklasse isoliert war. Kann man sich die Frage stellen, warum ist das eigentlich das vorherrschende Programm? Und da fällt einem gleich irgendwie Marx ein mit dem Manifest. Die herrschenden Ideen sind die der herrschenden Klasse. Und das ist einfach ein Beispiel dafür. Insbesondere über die Grünen hatten bürgerliche Ideen einen starken Hebel in der Bewegung. Und zwar hauptsächlich, indem sich die Grünen als politischer Arm der Klimabewegung im Parlament präsentierten. So bezeichnete Werner Kogler seine Partei als Gesicht und Spielbein dieser Bewegung im österreichischen Parlament und sprach vor Wahlen davon, also vor den Wahlen davon, dass der Wahltag zum Sunday for Future wird. Währenddessen trat in Vorarlberg die Spitzenkandidatin der Grünen, Nina Tomaselli, am Wahltag sogar mit einem Fridays for Future T-Shirt auf. Die Grünen wählen und das Problem ist gelöst. So in etwa lautete die Devise, die auch tatkräftig von den meisten Medien des Landes wiederholt wurden. Der Wahlsieg der Grünen, dem quasi eine Abebbung der Bewegung folgte, das kann man irgendwie de facto als vorläufige Niederlage der Klimabewegung in Österreich festmachen. Allerdings muss man halt verstehen, dass das Programm, das ich gerade beschrieben habe, auf eine gewisse Art und Weise auch Ausdruck der Basis der Bewegung gewesen ist. Dass wir in einer Klassengesellschaft leben, ist jetzt nicht unbedingt Allgemeinwissen. Und deswegen war es auch für viele am Beginn vor allem in der Bewegung unvorstellbar, dass es irgendjemanden gibt, der nicht alles tun würde, um den Klimawandel zu verhindern. Weiters lernt man ja auch jetzt nicht unbedingt in der Schule, dass es eine Arbeiterklasse gibt, die mit ihren Massenorganisationen immer wieder in der Geschichte die Gesellschaft von Grund auf verändert haben, sogar den Kapitalismus gestürzt. Und solange ich aber diesen Hebel nicht kenne, ist es halt angelegt, dass egal wie radikal ich irgendwie auftrete, ich immer zum Staatsapparat, zum Parlament tendiere als Werkzeug zur gesellschaftlichen Veränderung. Es ist angelegt. Und das öffnet Tür und Tor zur Vereinnahmung einer Bewegung durch den Staat und durch die Bürgerlichen. An sich gab es aber einen beträchtlichen Teil an Aktivisten mit keinem Vertrauen in die Regierung und einer starken antikapitalistischen Grundstimmung. Was aber in Österreich am Höhepunkt der Bewegung fehlte, war ein einigender Faktor, ein revolutionäres Gegenprogramm zu dem der Bürgerlichen, um den sich all diese Teile hätten sammeln können und ihren Einfluss systematisch auf die Bewegung ausweiten könnte. Hätten können. Und wie könnte so ein Programm aussehen? Naja, an allererster Stelle nein zu jeder Steuer auf die Arbeiterklasse, die Enteignung der Kohle- und Energiekonzerne unter Kontrolle der Gewerkschaften und der Klimabewegung, damit, dass man endlich einen geregelten Ausstieg hat, ohne ständiges Umherverhandeln, wie viel von den Profiten jetzt irgendwie gezahlt werden, die da den Kapitalisten theoretisch verloren gehen könnten, wo man auch gleich das Vermögen beschlagnahmt, um Umschulungsprogramme für die Beschäftigten in dem Bereich durchzuführen. Industrieunternehmen, bei denen es Massenentlassungen gibt, enteignen und die Produktion dort umstellen für den Bedarf einer Energiewende. Und das wichtigste im Mittelpunkt, die Gewerkschaft in die Verantwortung nehmen. Und dass es sowas nicht gab, das war insbesondere für die Führung der Gewerkschaften eine sehr angenehme Situation. Denn erstens halten sie halt mit ihren 1,2 Millionen Mitgliedern unter anderem in den wichtigsten Industriesparten des Landes und auch dem Transportwesen, den Schlüssel in der Hand, den Kampf mit Streiks auf eine neue Ebene zu heben. So viel das. Und zweitens hätte das Thema des Klimawandels sehr wohl das Potenzial, die normalen Gewerkschaftsmitglieder in Bewegung zu setzen, um ihrer lahmarschigen Führung Feuer unterm Hintern zu machen. Denn der Klimawandel betrifft vor allem die Arbeiterklasse. Einem Reichen kann es wurscht sein, wenn die Lebensmittelpreise steigen oder wenn es irgendwo zu warm oder zu kalt ist, dann kauft er sich halt irgendwo eine Insel oder eine Villa. Und gleichzeitig kam es auch 2019 vermehrt zu Massenentlassungen, vor allem in der Automobilbranche, immer unter dem Vorwand, dass es ja für diese Sparte keine Zukunft gäbe, weil der Klimawandel den Verbrennungsmotor überflüssig macht. Oder es wurde der 12-Stunden-Tag eingeführt, was quasi ein Paradebeispiel dafür ist, wie nicht nur Mensch, sondern nicht nur Natur, sondern auch Menschen dem System ausgepresst werden. Aber Kämpfe zu führen, das ist für die derzeitige Gewerkschaftsführung ein Buch mit 7 Siegeln. Und sie waren sicherlich sehr froh, dass sie nicht offen von der Klimabewegung zur Verantwortung gezerrt worden sind.
Genau. Man muss halt einfach sagen, ein einzelner Arbeiter hat halt sehr wenig Macht. Voraussetzung dafür, dass die Arbeiterklasse agiert, sind ihre Massenorganisationen. Und es gibt diese Organisationen, aber deren Führungen sind weit davon entfernt, einen Kampf zu organisieren, wie wir jetzt an den Beispielen Frankreich, USA oder Österreich gesehen haben. Für sie sind Mitgliederzahlen eine Drohkulisse bei Verhandlungen, aber eigenständige kämpferische Aktionen der Arbeiterklasse sind schlecht. Das verschreckt ja nur den Verhandlungspartner, den kapitalistischen. Genau. Und bis auf kleine Goodies hier und da rausholen, ist die Diktatur des Kapitals in ihren Augen alternativlos. Genau. Obwohl also irgendwie mehr als genug Wut in der Arbeiterklasse aufgestaut ist, weigert sich diese Führung, Kämpfe zu organisieren, zu führen, oder die Kämpfe, die aufkommen, schaut sie, dass sie ins Nichts führt. Sie sind quasi wie so eine Art Betondeckel, der dafür sorgt, dass der herrschenden Klasse der Laden noch nicht um die Ohren geflogen ist. Und diesen Betondeckel anzuheben, dazu beizutragen, den zu brechen, das ist ein Schritt, den quasi jede Jugendbewegung machen kann und machen muss, um nicht im Sand zu verlaufen. Und Ansätze dafür haben wir auch gesehen. So zum Beispiel in Chile gab es diesen sehr großen Streik in der weltweit größten Kupfermine, wenn ich das richtig gelesen habe, und auch eine allgemeine Bewegung gegen die Regierung. Aber wie hat das begonnen? Mit ein paar Schülern, die halt sehr radikal, sehr kämpferisch gegen die Erhöhung von Ticketpreisen in den Öffis gekämpft haben. So. Genau. Oder Black Lives Matter, riesige Bewegung, wo es schon zu Streiks kam, ich meine bei Dockarbeitern und so. Aber damit das nicht nur Ansätze bleiben, damit da irgendwie mehr draus wird, dafür ist halt eine Jugendbewegung mit einem revolutionären Programm notwendig, mit einer konsequenten Orientierung auf die Arbeiterklasse. Und das passiert halt nicht von selbst, sondern das ist das Ergebnis des Kampfes und des Sieges der revolutionären Strömung über den Einfluss der Bürgerlichen in so einer Bewegung. So, das ist der wichtigste Schluss, der aus der Klimabewegung gezogen werden kann. Und im Übrigen, das ist auch jetzt nicht eine derartig neue Erkenntnis in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Die Leseempfehlung zu diesem Workshop war ja quasi ein offener Brief von Lenin aus dem Jahr 1903, in dem er quasi so verschiedene politische Strömungen der Studentenschaft analysiert, wie die unterschiedliche Klasseninteressen zum Inhalt haben und wie diese auch immer mehr durch die Zuspitzung des Klassenkampfes zutage treten. Und er schreibt, es ist halt quasi eine Art Aufgabe, die ideologische Einigung rund um ein sozialistisches Programm voranzutreiben, dass das irgendwie notwendig und gut ist. Und wie führt man diesen Kampf? In erster Linie dadurch, dass wir eine Organisation aufbauen, die groß genug ist, ein eigenes revolutionäres Programm in einer Bewegung zur Debatte zu stellen, die aus geschulten Revolutionären besteht, die dieses Programm überall, wo es sein muss, vertreten und verteidigen können und die materielle Feuerkraft wie Zeitung, Publikation hat, um einen weitreichenden Einfluss auszuüben. Aber die besten Worte, um die Aufgaben einer revolutionären Organisation zu beschreiben, finde ich, sind noch immer von Trotzki, unter anderem. Was tun von Lenin ist natürlich auch gut. Und zwar: Die Massen gehen in die Revolution nicht mit einem fertigen Plan der gesellschaftlichen Neuordnung hinein, sondern mit einem scharfen Gefühl der Unmöglichkeit, die alte Gesellschaft länger zu dulden. Nur die führende Schicht der Klasse hat ein politisches Programm, das jedoch noch der Nachprüfung durch die Ereignisse und der Billigung durch die Massen bedarf. Nur aufgrund des Studiums der politischen Prozesse in den Massen selbst kann man die Rolle der Parteien und Führer begreifen, die zu ignorieren wir am allerwenigsten geneigt sind. Sie bilden, wenn auch kein selbstständiges, so doch ein sehr wichtiges Element des Prozesses. Und jetzt? Ohne eine leitende Organisation würde die Energie der Massen verfliegen wie Dampf, der nicht in einem Kolbenzylinder eingeschlossen ist. Die Bewegung erzeugt in dies weder den Zylinder noch der Kolben, sondern der Dampf. Quasi Bewegung ist irgendwie da und so, aber ohne Organisation verpufft das halt. Und man muss halt sagen, um den Dampf müssen wir uns definitiv keine Sorgen machen. Ich meine, die Jugend, die ist schon sowas wie so ein Barometer für die allgemeine Stimmung in der Arbeiterklasse, da die halt irgendwie eher bereit ist zu kämpfen, aber sie kann uns irgendwie einen Vorgeschmack geben auf die Wut. So. Das, was wir irgendwie gerade sehen an Bewegungen, das sind halt Spaziergänge im Vergleich zu den Kämpfen, die in den kommenden Jahren noch bevorstehen, wenn sich die restlichen Teile der Arbeiterklasse in Bewegung setzen.
Kleine Anekdote dazu. Vor einem Monat fand das World Economics Forum in Davos, oder wie man das ausspricht, statt. Und das ist quasi so eine Art Seminar, ein Brot- und Rosen-Seminar, nur für Reiche und Regierende, die darüber diskutieren, wie quasi die Zukunft vom Kapitalismus ausschaut und was man irgendwie tun muss. Und Thema und auch Ausdruck ihrer Sorge war der Great Reset, der große Neustart. Und ein gewisser Klaus Schwab, das ist der Autor eines gleichnamigen Buches, der bei dieser Veranstaltung mit im Mittelpunkt stand, der hatte Folgendes zu sagen. Ich habe es selbst übersetzt, aber ich glaube ganz gut. Das Versagen, die tief sitzenden Probleme unserer Gesellschaft und Wirtschaft zu benennen und zu korrigieren, wird ein erhöhtes Risiko nach sich ziehen, dass es quasi so oft wie so oft in der Geschichte schlussendlich zu einem Neustart kommt. Durchgeführt durch gewaltsame Erschütterungen oder Konflikte oder sogar Revolutionen. Und ja, voll, Revolutionen stehen irgendwie auf der Tagesordnung. Wie gesagt, Kampfwille, Dampf, das ist irgendwie alles da. Und davon wird es auch noch mehr geben. Das Einzige, was fehlt, ist dieser Zylinder. So. Aber, und das ist irgendwie das Schöne, diesen Zylinder, diese Organisation aufzubauen, das ist kein Prozess, so, der von selbst kommt, wenn wir nur lang genug warten, so, wo wir irgendwie hoffen müssen, dass es mal passiert. So. Das ist irgendwie eine Aufgabe, die wir selbst zu lösen haben und auch lösen können. So. Es ist halt die Aufgabe von jedem, der in diesem Seminar zuhört, so, die Aufgabe von allen, die irgendwie sehen, so, okay, dieses System ist am Ende, das muss man irgendwie loswerden. So. So, das ist irgendwie unsere Aufgabe. So. Und ich meine, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ob es die Revolution gibt oder nicht, so, das ist abhängig von unserem Handeln in der jetzigen Periode so. Das heißt irgendwie, wer die Revolution will, der muss halt jetzt mit anpacken und wo, naja, die internationale marxistische Tendenz beziehungsweise den Funken mit aufzubauen, dieser Organisation beizutreten. Denn ich kann versprechen, es gibt keine andere Organisation, die auf einem derartig festen Fundament steht, das Werkzeug zu werden, das die Arbeiterklasse und die Jugend in Zukunft zum Sieg führen wird. Und ich lade noch einmal alle ein, die hier zuhören und die für die Zukunft der Arbeiterklasse und der Menschheit kämpfen will, bei uns mitzumachen.